Sie haben angesprochen. Ja, ihr müsst kommen. Her. Hoch die internationale Solidarität! Versammlungen sind nicht gestattet. Schönen guten Tag, könnt ihr gleich hier bleiben? Ja, genau, die habe ich angesprochen. Ja, ihr müsst halt kommen. Hä? Lass stehen lassen. Warte mal, ganz kurz. Nee, du bleibst stehen. Komm, bleib doch stehen, aber was denn? Ja, genau. Pass auf, Sie haben gerade an der Versammlung teilgenommen. Ja, aber mein Fahrrad. Ja, nimmst du mit, komm. Ja, warte. Boah. Ich stelle keine Bedingungen, ich halte mich einfach an das, was vorgegeben ist. Und das sind die 2 Meter. Können Sie mal bitte kurz das Mitschneiden von dem gesprochenen Wort ist verboten, ist rechtswidrig. Gesundheit für alle und umsonst! Oh, das tut so richtig gut innerlich irgendwie. Ja. Yoga ist so. Oh. Das ist einfach. Man hat das Gefühl, man verändert was. Und das rechte Bein an den rechten Ellenbogen. Und nochmal hoch. No borders, no nation. Stop deportation. Es kann nicht sein, dass Solidarität nur für Menschen im nationalen Raum gilt. Solidarität ist ein universales Konzept. Menschenrechte sind ein universales Konzept. Und auch die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut, dass sie hier nicht eingeschränkt werden sollte, wo die Menschen sehr verantwortlich Abstand voneinander halten. Corona bedroht Menschen universal auf der ganzen Welt. Und es ist unsere Verantwortung, dafür einzustehen, dass diese Menschen auch Schutz bekommen. Dankeschön. Bewegung und Sport an frischer Luft ist weiterhin möglich. Die Polizei hat vielleicht so reagiert, wie es die Anweisung war. Einfach das Versammlungsverbot durchgesetzt. Ansonsten fand ich die Reaktion jetzt nicht schlimm, also nicht übermäßig bedrohlich, gewaltvoll, aber übertrieben. Also diese Striktheit, auch so ein bisschen das Grimmige, jetzt bitte das hier beenden, obwohl gar keine Menschen sich hier dicht drängen oder auch keine Aggression von den Protestierenden ausgeht. Dass ich hier Müll mit mir rumtrage, das ist aber schon beleidigend. Und halten Sie dabei einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen ein. Halten Sie jederzeit einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen ein. Sie schützen damit sich und andere vor einer Ansteckung. Vielen Dank. Das ist nicht in Ordnung, wenn Sie Privatsachen mitnehmen. Warum nehmen Sie mit? Es wurden zum Beispiel 40.000 Spargel- und Spargelstecher und Erntehelfer nach Deutschland geholt. Und das ist anscheinend möglich, ja, also diese Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Aber 40.000 Flüchtlinge in ganz Europa zu verteilen, das ist scheint mal nicht möglich. Und das finde ich ein Skandal. Leave no